Hallo und herzlich willkommen zum Lounge von Bundesrat, dem Bündnis der Radentscheide und Radentscheid-Initiativen in Deutschland. Warum sind wir heute hier und warum launchen wir diese Kampagne? Wir stehen hier vor dem Bundestag, weil in genau circa 12 Monaten die nächste Bundestagswahl stattfinden wird. Und wir wollen eben mit diesen Radentscheiden und diesen Bürgerbegehren, die sich für eine bessere Radpolitik und eine nachhaltige Verkehrspolitik auf kommunaler Ebene einsetzen, die wollen wir auf Bundesebene bringen. Und deswegen sind wir heute hier. Wir haben es mit den Radentscheiden geschafft, auf kommunaler Ebene das Thema Fahrradverkehr in die Politik zu bringen und Entscheidungen pro Radverkehr und pro besseren Verkehr in den Kommunen zu bringen. Wir müssen jetzt auch dahin kommen, dass Verkehr auf Bundesebene ernst genommen wird und die Grundlagen geschaffen werden, damit Kommunen und Stadtverwaltungen Radverkehr fördern können, da wo sie es für sinnvoll halten und da wo es auch die Bürgerinnen wollen, die hier hinter uns stehen heute. Mehr als 500.000 Menschen haben diese Bürgerbegehren unterschrieben und die Tendenz ist eindeutig steigend. Es kommen fast wöchentlich neue Radentscheide hinzu. Das sind unsere vier Forderungen. Vorrang für Fuß-, Fahrrad- und öffentlichen Verkehr, lückenloses Netz, Forderung nach nachhaltiger Mobilität und rechtliche Bevorzugung nachhaltiger Mobilität. Dafür steht das Bündnis Bundesrat, das aus 35 Radentscheiden sich zusammensetzt. Und damit wollen wir die Radverkehrspolitik zum Wahlkampfthema für 2021 machen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, sich diese Forderung anzuhören. Und auch eine so große Schar an Städten zu sehen, wo der Radverkehr jetzt auf den Vordermann gebracht werden soll. Der Arbeitskreis Fahrrad setzt sich aus allen Fraktionen zusammen mit unterschiedlichen Anforderungen. Aber es gibt ihn und wir werden auch wahrgenommen. Und deswegen ist auch das, was heute passiert, für uns Ermutigung und Unterstützung. Und ich übernehme auch gern jetzt die Forderung, die Petition und werde sie im Verkehrsausschuss dann auch weitergeben an den Vorsitzenden.